So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir. Oh yeah, im letzten Part haben wir wieder ein paar Dinge erledigt. Wir waren nochmal in der Sevo Gemeindefuhr und haben Krypok vernichtet. Und das war natürlich vollkommen so geplant. Jetzt wollen wir mal weitermachen hier. Ich habe schon mal die Pokémon umgestellt. Sumpex kann nicht mehr Taucher, sondern wieder Erdbeben. Und ich habe wieder meine drei Level 100er von X und Y rübergezogen. Ich wurde übrigens gefragt, wie ich die Pokémon Dorf Level 100 trainiert habe. Bei dem Restaurant, dem 3-Sterne-Restaurant, glaube ich. Es geht extrem schnell da mit O-Kraft, EP-Kraft Level 3 und Glücksei. Und auch noch getauscht teilweise. Also sehr, sehr viele Erfahrungspunkte. Okay, was wollen wir machen? Wir wollen uns jetzt erstmal ums Helfen kümmern, denn wir haben die richtige Uhrzeit. Genau. Und je nachdem, wie lange das dauert, das hoffentlich nicht lange, nicht allzu lange dauert. Ach, sieh mal einer an. Mein Freundschaftslevel ist zu niedrig, ganz offensichtlich. Denn es erscheint nicht. Okay, das heißt, ich habe... Irgendeins der Pokémon in meinem Team ist nicht mit maximaler Freundschaft versehen. Das ist aber nicht nett. Ich hoffe, Voltenso ist es, weil... Gerade das brauche ich. Und ich hoffe, auch Metagross ist es. Das werden wir ja gleich schon sehen, oh Mann. Weil ich brauche drei Pokémon mit Max Freundschaft, damit dies eben... erreicht wird. So. Also, warte, dann tauschen wir die nochmal ganz kurz. Ziehen wir die nochmal ganz kurz, die hier ins Team. Ja, ja, ja. Das heißt also, hoffentlich haben wir jetzt drei Pokémon maximaler Freundschaft im Team. Ansonsten könnten wir gegebenenfalls ein Problem haben. Und dieses Problem sieht so aus, dass wir Selfie nicht mehr kriegen. Aber nein, wir haben die Insel ja schon mehrmals betreten. Und es würde mich doch stark wundern, wenn es jetzt auf einmal nicht mehr geht. So. Da ist sie ja auch. Jawohl, die unerforschte Höhle. Sehr gut, genau so muss das sein. Landen! Und jetzt möchte ich bitte das Signal kriegen. Oh mein Gott, hier ist ein legendäres Pokémon versteckt. Wieso? Kommt die Nachricht jetzt? Ah, wollte schon mal sagen, verdammt, habe ich aus Versehen zu schnell weggedrückt. Sehr gut, Selfie hat, wie gesagt, das kleinste Fenster zum Erscheinen. Warum auch immer. Aber es ist der Fall. So, wollen wir erst einmal das Spiel saven. Einmal schön abspeichern. Speichervorgang, bitte nichts machen. Okay, und rein da. Ein Geheimnis von der Ringschwimme in der Luft. Durch die Öffnung ist etwas zu sehen. Möchtest du es näher machen? Ja, natürlich. Oh yeah, die Musik ist wieder so schön. Ein Selfie erscheint. Das sehe ich direkt vor meiner Nase. So, Selfie, wie wäre es denn mit einem netten kleinen Ladungsstoß, um mal ein bisschen Erfrischung hier in den Kampf zu bringen? Das Gute ist, Selfie ist der Verteidiger von den dreien, sehr gut. Das heißt, er hält einige Ladungsstöße aus. Und ich kann einige Male auf ihn eindreschen. Wollte ich damit gerade sagen, aber das ist gar nicht mehr nötig, denn wie gesagt, es ist ja bereits nach dem ersten Schlag paralysiert. Amnesie. Ich habe eigentlich vor, dich noch ein bisschen weiter mit meinem lieben Voltenso zu schwächen, Kleines. Das hast du mir jetzt gerade ein bisschen zunichte gemacht. Nicht gerade viel. Aber ich muss gleich eh wechseln zum Metagross und genau der wird dann den Rest erledigen. Mit der netten Zurückhaltungsattacke nämlich. Ich denke, ich werde danach gleich direkt... Ja, ich werde dann mal Voltwechsel benutzen. Denn ich habe nicht vor, einzuschlafen, noch wenn Voltenso, wie gesagt, seinen Job bereits erledigt hat. So... Hervorragende Arbeit, mein Liebes. Hervorragende Arbeit. Gut, dass es Metagross hält auch viel aus. Weil Selfie sollte mit seinen Attacken eigentlich überhaupt keinen Schaden verursachen können. Die Psycho-Attacken werden immerhin geviertelt, also... Ne? Gucken wir mal. Vielleicht macht er uns 10 Schaden oder so. Maximal, wenn überhaupt. Gut, wo ist denn? Mega-Zurückhaltung. Ich mache direkt mal eine Mega-Entwicklung. Einfach aus dem Grund, dass ich dann vielleicht nur eine Zurückhaltung brauche. Und natürlich, dass ich noch mehr aushalte als sowieso schon. Zurückhaltung! Jawohl, das sieht mir nach einem KP aus. So, mein Kleines. Dann wollen wir doch mal Bälle werfen. Ich versuche es mit Superbällen. Ich meine, es hat ein KP und ist schon sehr paralysiert. Es ist sehr paralysiert, ja. Es ist ja paralysiert halt, ne? Das hat ja hervorragend funktioniert. Selfie ist paralysiert. Es hat überhaupt keine Schnelle. Guck mal, es hat sogar 13 Schaden gemacht. Ich bin zutiefst beeindruckt von dieser Leistung, mein Kleines. Und genau weil ich so beeindruckt bin, schenke ich dir noch einen Superball. Wir werfen 10 Superbälle. Wenn das nicht klappt, gehen wir zu Hyperbällen über. Würde ich spontan sagen. Denn wir haben die immerhin ja im Inventar, nicht wahr?
Also können wir die auch ruhig benutzen. Wäre ja doch gelacht. Superball, bam. Und danach werden wir uns um Kobalium, Viridion oder Terrakion kümmern. Je nachdem, welches heute auftaucht. Wie gesagt, das ist bei denen tagesabhängig. Ist ein bisschen Let's Play ungeeignet, aber gut. Danach wird natürlich kein Spiel designt, das ist ja logisch. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich jeden Tag eins von denen fange. Und noch eins der anderen Legenden. Aber wir haben noch einige offen, also sollte das eigentlich machbar sein. Bälle! Mit einem Superball werde ich den Sieg erreichen. Vielleicht. Schrei doch nicht so rum. Guck mal, Meteoros pennt jetzt erstmal, aber das ist egal. Meteoros muss doch nicht mehr wach sein, denn alles, was Meteoros bereits tun sollte, hat es schon getan. Yes, also passt das schon. Und damit ist es nicht drin. Okay. Ich wollte schon sagen, mit Ansage, das wäre ja was ganz Neues gewesen hier. Wisst ihr was, mir ist jetzt gerade ein sehr, sehr schlimmer Fakt aufgefallen. Ich habe kein zu trinken mehr hier stehen. Nein! Das brauche, verdammt, ich doch, für meine Stimme. So, wie viele Bälle haben wir schon geworfen? 7 schon, das kommt mir irgendwie immer, weiß nicht, das geht immer schneller als ich dachte mit dem Ballverbrauch, so nenne ich es mal. Badabam, warum gähnst du mich denn jetzt an? Naja, hat er ja nicht, ne? Also, es ging immer daneben. Aber man sieht, Selfie kann uns überhaupt keinen Schaden zufügen. So gut wie gar keinen. Nichts Nennenswertes. Also, ich denke mal, bevor Selfie Meteoros besiegt, stirbt es durch Verzweifler. So, und nachdem dieser Superball also auch nicht geklappt hat, behaupte ich jetzt einfach mal. Oh, welch große Überraschung. Gehen wir zu den Hyperbällen über. Hyperball? Los! Ich würde Finsterbälle kaufen, aber die sind noch teurer, glaube ich, oder? Sind die teurer als Hyperbälle? Ich bin gerade nicht sicher. Oder haben 700 gekostet? Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo es die zu kaufen gibt. Ist ja Wurst. Mann, bestimmt in Segrasulb. Könnte ich mir gut vorstellen. Je nachdem, vielleicht schaue ich mal am Ende des Parts. Also, ne, offscreen dann, wo ich diese Bälle überhaupt herbekomme. Es ist paralysiert, hörte ich. Ja, das ist eine Sache, die ich gerne sehe. Die Paralyse könnte auch langsam mal greifen. Und damit meine ich, dass das Pokémon im Ball bleibt. Aber es hat keinen Bock darauf, im Ball zu bleiben. Es macht einen auf Voltolos. Nein, du machst bitte nicht den Voltolos, helfe. Wenn du den Voltolos machst, dann muss ich dich leider rausschneiden, denn das tue ich mir nicht nochmal an. Also, ich muss es mir nochmal antun, aber ich meine, das mache ich nicht nochmal in einer Folge. Oder ich fange wieder an, auf Twitter zu surfen. Willst du das helfen? Willst du, dass ich wieder anfange, irgendwelche Twitter-Nachrichten vorzulesen? Nein? Dann bleib bitte einfach drin. Im nächsten Hyperball. 3, 2, jetzt los. Bam. Du musst auf diesen Diamant werfen da. Da bleibt es sofort drin. Auf der Stirn da, das Teil. Warum bedust du mir das an? Und der Hyperball. Ich könnte auch Primärbälle werfen. Oho, wie edel. Ich meine, Suicune blieb auch in einem Luxusball drin. Aber ich muss sagen, das nimmt der gerade echt... Oh, es greift tatsächlich mal ohne Seher an. Niedlich, der Schaden. So, ja gut, aber ne, mit Seher und Sondersensor, dann würde es wahrscheinlich doch Meteoros besiegen, bevor es Verzweifel einsetzt. Aber nicht weit. Ein Trank und schon wäre das Ganze erlegt. Erlegt wäre das, genau. Bam. Warum tust du meine Meteoros eigentlich so weh? Das nimmt ja gerade echt Voltolos-Züge an, schon so langsam, weil es wackelt ja fast gar nicht. Zwischendurch vielleicht ein, zwei Mal oder so, aber das war's auch schon. Wenn überhaupt, wie man ja gerade sieht. Irgendwie sieht Selfie hat ein bisschen was von einem Embryo. Das ist unheimlich. Ich weiß auch gar nicht mehr, für welche Emotion Selfie steht. Das Seetrio, die drei hier, die stehen ja für die Gefühle, die sie der Menschheit brachten. Mut und so weiter und so fort. Ich glaube, Mut war Tobots, bin mir da aber auch nicht sicher. Vom Rest kann ich überhaupt nichts sagen. Auf jeden Fall gab es da immer verschiedene, ja, solche Sachen halt, ne? Charaktereigenschaften, Emotionen und so weiter und so fort. Hyperball, los! Ich habe gehört, du bleibst im Ballshilfe. Ah, wie ich sehe, hörte ich nur ein schlechtes Gerücht. Es ist paralysiert und das finde ich persönlich nicht nett.
Hyperball, los! Du frisst meine ganzen Hyperbälle! Ich hab doch kein Geld mehr! Selfe! Also ich dachte schon, auf Geld springt er an, weil er selber weiß, wie es ist, Geldprobleme zu haben. Selfe! Sei doch mal etwas netter! Komm schon! So gar nicht monoton, diese Milliardenlegenden zu fangen. Es läuft ja immer gleich. Aber immerhin haben wir keine Elektro-Pokémon mehr, glaube ich. Guck mal kurz auf die Liste. Nein, keine Elektro-Pokémon mehr als Legende. Das heißt, wir können immerhin alles sofort paralysieren. Es ist paralysiert. Ich glaube, wenn wir bei 30 Hyperbällen angekommen sind, dann werde ich das rausschneiden bis zum Fang. Weil, wie gesagt, das mit Voltolos, nope. Ich möchte mindestens 2 legendäre Pokémon pro Part fangen. Und das mit Voltolos war nur ein kleines Doody, weil es so mega lange gedauert hat. Also wirklich so übertrieben lange. Ich meine, wow. Ihr habt's gesehen. Aber einmal reicht. Ach, Selfe. Sei doch nicht so ein Arsch. Und Hyperball. So, das ist der vorletzte Ball. Gleich noch einen Ball. Und danach werde ich einen schnittigen Schnitt setzen. Bis wir Selfe haben. Ich meine, was passiert Spannendes? Wir haben es geschwächt. Alles bereits vorbereitet und jetzt gilt es nur noch um einen Ball nach dem anderen zu werfen. Es wird keine große Überraschung mehr passieren. Na gut, Leute. Ein kurzer Schnitt bis zum Fang von Selfe. Lasse man. Selfe wurde gefangen. Yay. Es hat noch, glaube ich, 7 bis 8 Bälle gedauert und dann war es auch im Ball. Schön. Hätten wir das also auch erledigt. Das Seetrio ist vollständig, das heißt, wir müssen nirgendwo wieder zu einer bestimmten Uhrzeit hin. Glaube ich, bin aber gerade nicht sicher. Man sagt, dass durch sein Auftauchen Menschen Intelligenz erhielten, ihr Leben zu verbessern. Achso, ja gut, dann waren es nicht immer nur Emotionen, sondern generell Eigenschaften der Menschen scheinbar. Die Intelligenz der Exidebs hat Selfe uns gegeben, Leute. Ist das nicht schön? Ein geheimnisvoller, fetter Ring schwebt krass in der Luft und ist dabei übelst heftig. So, jetzt wollen wir aber... Oh wow, die Abenddämmerung ist angebrochen. Ja, denn wir nehmen ja zu einem späten Zeitpunkt auf, gerade verhältnismäßig spät. Yay! Latias! Zeig, was du kannst. So, ich muss mal ganz kurz Selfe ausradieren von meiner Liste. Und währenddessen fliege ich zu irgendeiner Stadt. Warum ich eigentlich direkt in Xenero will, denn... Ups, die ist ja direkt hier. Xenero will... So, einmal bitte hier landen. Sehr, sehr schön. Nehmen wir unser legendäres Trio wieder mit. Und schauen mal, dass wir das erste von den dreien Samstag. Ich sage, es ist... Terrakion. Ich habe keine Ahnung, welches es sein kann. Also es kann einer von den dreien sein, logischerweise. Aber welcher es genau ist, das weiß ich nicht. So, Gardevoir und Altaria und Zubex. Ihr werdet mal ganz kurz ausgetauscht. Ganz, ganz kurz, damit wir dieses Pokémon fangen können. Welches auch immer es nun sein wird. Verdammt, ich wollte noch nicht die Flöte benutzen. Ich wollte mir doch Bälle kaufen gehen. Vor allem mal bessere Bälle. Yay, ab in die Lüfte. Ich flieg mal nach Segrasulp. Segrasulp, ich habe gehört, ihr habt Bälle im Angebot. Ups. Da wollte ich doch landen, obwohl ja gar nichts zum Landen war. Wüsste ich jetzt nur, wo genau in welcher Abteilung die Pokebälle waren. Das würde mir schon enorm weiterhelfen. Außerdem sollte ich vielleicht mal einen kurzen Abstecher ans Pokémon-Center machen, um meine Pokémon zu heilen. Denn Voltenso geht das nicht so ganz gut, wie wir ja irgendwie, ne, bemerken. So, einmal bitte mein Pokémon-Team heilen. 3, 4, 6, 7, 8 Pokémon gibt es noch zu fangen. Übrigens 8 Legenden. Und wir werden sie uns natürlich alle noch schnappen. Nach und nach. Und es gibt noch 4 Punkte, die ich auf jeden Fall abklappern möchte. Und 2 stehen auf vielleicht. Wie gesagt, ich... Nehme diese Folge direkt im Anschluss von der letzten und der vorletzten auf. Ihr könnt mir also gerne... Also ich habe noch nicht gelesen, was ihr geschrieben habt bezüglich der einen Halle da, ne? Des Kampfhauses, was können wir da alles machen können. Und da werde ich natürlich auch noch entscheiden. Nee, ich will keine Lotterie hier. Ich verliere eh. Wie schade, keine Beeinstimmung. Du bist schlecht. So, wo gibt's Pokebälle? Alles für den Trainer, alles für den Kampf, Deko-Objekte, da, alles für den Trainer. Müsste dann ja hier sein, alles für den Trainer. Oder alles für den Kampf. So, hallo. Das sind immerhin schon mal Hyperbälle. Nicht schlecht, Herr Specht.
So, aber ich hätte gerne noch ein paar besondere rare Bälle. Und zwar 6 Bälle, die ich noch geworfen habe, merke ich gerade. Nope. Keine besonderen Bälle. Vielleicht unterhalb hier? Also unterhalb im Sinne von weiter unten im Menü? Nö. Das ist aber sehr, sehr schade. Keine Ahnung, wo es Finsterbälle, Timerbälle und so weiter gibt. Also diese ganzen Bälle, die unglaublich nützlich wären, die wir leider nicht haben. Na gut. Aber jetzt geht's endlich mal daran, die Huftiere zu fangen. Meine Güte, die warten ja schon lange genug. Langes her, Leute, langes her. Seid mir wieder auf der Suche nach diesem Pokémon-Wahn. Latias! Flieg gen Himmel! Schön. Nun gut, das war hier, oder? Ich sollte auch mal wieder unten aktualisieren. Vielleicht sehe ich ja mal die Sichelinsel. Wobei, ich wollte sagen, 8 legendäre Pokémon und davon werde ich 7 auf jeden Fall fangen. Cresselia versichere ich euch nicht. Das liegt halt daran, ob ich Glück habe. Ich könnte das ja mal ganz kurz machen. Ich muss ja eigentlich nur hier online gehen, oder? Wenn ich da mal... Du spürst einen kraftvollen Blick. Der schlägt schon fast zu rufen scheint. Aber auch nur fast. Ja, der nicht zu rufen scheint. So, stell mal ganz kurz in die Internetverbindung her. Dann könnt ihr live dabei sein, wie das so aussieht, wenn ich das tue. Um eventuell so diese Sichelinsel zu bekommen. Und es dauert zum Glück überhaupt nicht lange. Ja. Aha. Ja. Ist gut, langsam. Ist schön, die Freunde sind schon aktualisiert, die Passanten sind auch schon aktualisiert, aber trotzdem verbindet er noch. Ich will weiterspielen, hallo! Ich hänge fest. Boah, Gott sei Dank. So, dann gucken wir doch mal, ob wir da jetzt... Guck mal, wir haben Nachrichten hier. Einmal prüfen, bitte. Nachrichten wurden empfangen, Geheimwahl, ein wundersamer Ort wurde entdeckt. Den schauen wir uns doch gleich mal direkt an, sobald wir uns von hier verduftet haben. Aber erst einmal gilt es wieder, ein legendäres Pokémon zu fangen. Ich habe meinen Schwächer dabei und ich habe meinen Paralysator dabei. Ein Geheimnis von Regen schwebt in der Luft. Das ist krass zu sehen. Jawohl! Dann hau mal rein, mein Guter. Die Musik haben wir auch schon mal gehört. Das ist tatsächlich Terrakium. Tja, Trolloloi. Okay, cool. Dann also Terrakium. Ah, dich treffe ich mit meinem Ladungsstoß leider neutral. Aber du hältst genug aus, wie ich gerade sehe. Und kannst Schwerter. Stimmt, das konnten die ja. Ah, warum? Aber gut, ich habe Level 100er dabei. Die können zur Not tanken. Und jetzt paralysier es bitte einfach, bevor du vom Erdboden verschluckt wirst. Zack, du Klinge. Tschüss, Voltenso. So viel schon mal zum Thema Schwächen. Paralysieren. Das klappt damit auf jeden Fall schon mal nicht in diesem Kampf. Außer wartet, ich habe noch einen Leterking. Auch wenn das wahnwitzig ist, deine Sanktoklinge wird Leterking zerreißen, aber ich kann das eventuell noch mit Body Slam paralysieren. Nein, aber bei einem Steinagel, der halte ich aus. Das ist ein Leterking. Aber nach dem Steinagel, jawohl. Das Sanktoklinge hätte ich nicht ausgehalten. Komm schon. Och Mann, was ein Unglück. Wie kann man so ein Unglück haben? Dann wollen wir einfach mal anfangen, Bälle zu werfen. Ich werfe einen Primärball einfach mal zu Beginn. Zur Feier des Tages. Ich weiß nicht, was es zu feiern gibt, aber es gibt bestimmt irgendwas zu feiern. What the hell? Ich wollte gerade schon sagen, was ist denn jetzt kaputt? Was ist denn jetzt los? Nein, der Beulenhelm! Ich hab's vergessen. Gut, Leterking hat Kampfverbot. Ach ja. Ein netter kleiner Soft-Reset am Abend vertreibt Kummer und Sorgen. Das war kein Reim, aber ist egal. So, sehr, sehr schön. Ich habe sogar manche Sachen dauern echt lange, wie sowas wie Internetverbindung herstellen oder Soft Reset. So, Voltenso, tu dir selbst einen Gefallen und paralysiere es jetzt bitte einfach. Dann tust du, wie gesagt, nicht nur dir selbst, sondern auch mir einen Gefallen, denn es ist schnell gefangen. Verdammt nochmal. Ladungsstoß. Paralyse bitte. Ah, warum? Paralysiere es doch, verdammt nochmal. Voltenso, du paralysierst doch immer. Also fast immer. Paralyse. Yeah. Warte mal Zeit. Sehr gut. Warum die Heimzahlung, die ganz schön wehtut. Aber gut, ne? Ich meine, ich kann kein Pokémon vorher besiegen, weil du ein wildes Pokémon bist.
wenn man es denn wild nennen kann. Ich meine, es... Wow, das war mir eine Spur zu stark schon fast. Und ich hoffe, er hat kein Erdbeben oder so. Aber ich bezweifle mal ganz stark, dass er das hat. Kann ich nämlich hier wieder mit Metagross den Rest erledigen. Ha, es ist sowieso paralysiert. Paralysiert, genau das ist es. Zurückhaltung! Halt dich zurück, aber nicht zu sehr. Du musst immerhin das auf einen KP runterbringen. Und da werde ich wieder die Macht von Mega Metagross nutzen. Flop. Schön, der TIE Fighter ist bereit, um zurückzuschlagen. Sieht nach einem KP aus. Hervorragend. So, und jetzt muss ich mir merken, ich darf nicht Leta King benutzen. Leta King ist ein schlechter Legendenschwächer. Es bringt die Legende nämlich vorzugsweise um. Und das ist etwas, was ich persönlich doch leider nicht so gut finde. Schon sagen, Terrakium wirkt mir fällt das Wort gerade nicht ein. Kooperativ, dankeschön. Bam! Möchtest du vielleicht einfach drinbleiben, um uns einen Gefallen zu tun? Wir hatten schon eine Weile keine Legende mehr, die ganz freiwillig einfach sofort drin blieb. Ich meine, ja, am Anfang hatten wir vielleicht bei manchen ein bisschen mehr Glück, aber... Komm schon, Terrakion, du willst es doch auch, oder? Du willst es doch auch, oder? Willst du es auch? Willst du es nicht? Ganz offensichtlich nicht mehr. Sancto Klinge! This is going to hurt! Wie gesagt, Gott sei Dank habe ich noch ein paar Level 100er dabei, die deine Schläge wegstecken können, besser denn je. Mano! Du bist doch gemein, ey! Du bist richtig fies und fies! Jetzt hast du meinen Mega Metagross besiegt. Toll, ich hoffe, du bist stolz auf deine Leistung. Da sinkt es langsam zu Boden. Wir wollen natürlich das nächste Pokémon rufen und es ist Palkia! Palkia benötigen wir auch bald wieder. Uiuiuiui. Welch eindrucksvoller Ruf, Auftritt. Und ja, weil viele Leute gefragt haben, das ist ein Shiny Palkia. Das wurde nämlich letztes Jahr? Oder war es schon vor, ist es schon vorletztes Jahr her? Auf jeden Fall wurde es verteilt auf dem Pokémon Day. Ich glaube, das war vorletztes Jahr. Ach komm schon. Träum mich doch nicht so. Terrakion, ich hatte kurz Hoffnung, dass du nett bist. Ich dachte, du wärst anders als die anderen. Aber du bist genauso doof. Hyperball. Los. Bäm. Folgen die Stirn klatschen lassen. Zack, und das Ding prallt ab. Und Terrakion ist absolut unbeeindruckt. Aber so richtig unbeeindruckt. Okay, alles klar. Ich höre schon auf. Hyperball. Wie wäre es, wenn du... Nee, du hast... Null Bock auf irgendetwas. So eine richtige Trotzphase. So ein richtiger Trotzteen hier. Terrakion. Ich weiß, du hast keine Lust, aber stell dich doch nicht so an. Der Ball ist richtig kuschelig warm und wir haben einen netten Service da drin anzubieten. Ich meine, da gibt es eine Bar drin mit deinem Lieblings-O-Saft. Und einer Zitrone. Moment mal, O-Saft mit Zitrone. Nee, das ist irgendwie eine uncoole Kombination. Ich halte mal kurz Palkia. Denn ich habe so den Verdacht, Palkia hat nicht so wirklich Bock, besiegt zu werden. Plopp. Und da ist es wieder voll. Und Terrakion hat sich vollkommen umsonst abgemüht. Ist das herrlich. Du, nein, nein. Oh, Leute, ich muss echt Geld farmen demnächst. Aber ihr habt mir ja bereits verraten, wo das geht. Ich denke mal, ein paar kann ich noch fangen damit, aber nicht viele. Vor allem, wenn jetzt alle so hartnäckig bleiben. Mein Glück, Leute, es hat uns verlassen. Das Glück vom Anfang des angenehmeren Legendenfangs, tatsächlich ohne Paralyse oder solchen Sachen teilweise und auch ohne ein KP zu bringen. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist doch nicht vorbei. Doch, es ist vorbei, verdammt. So. Ah, schon wieder über 10 Bälle verworfen. Das hier gerade war der 12. Es ist paralysiert und kann nicht attackieren. Das ist aber schade. Schalalala. Nochmal, Hyperball los. Verdammt, ich dachte, wenn ich schweige, dann möchte es eventuell einfach reinkommen, weil es sich so denkt, so, hey, der Typ hat endlich mal die Klappe. Aber nein, Terrakion. Sobald du nicht im Ball drin bleibst, werde ich niemals still sein. Und wenn ich bei
20 Bällen wieder angekommen bin, werde ich wieder einen Schnitt machen. Und dann einschalten, sobald wir Terrakion gefangen haben. Hyperball! Schmeiße ihn! Und bleibe er drin. So wahr mir der Ball helfe. Immerhin wackelt's oft. Das muss man ja schon sagen. Und das könnte mir gerne noch ein paar Mal häufiger wackeln. So, ich halte Palkia jetzt nicht. Ich habe ja zur Not noch Zekrom. Vielleicht wäre es sogar besser, Zekrom einzusetzen. Ich glaube, Palkia hatte Palkia nicht Erzwinger. Ich weiß es gerade nicht. Und das ist ja so die Standardfähigkeit für die meisten Legenden. Und es wäre nicht gut, wenn er unnötig viel AP verbraucht, um sich damit Verzweifler selbst auszunoggen. Das wäre absolut unnötig, wenn es einfach im Ball bleiben würde. Haha, welch lustiges Wörtchen ich da gerade gesagt habe. Also, welchen lustigen Satz, ne? Welche lustige Wortansammlung, als ob ein Pokémon mal im Ball bleiben würde, weil wir das wollen. So, bitte. So, Blauauge. Du hast auf jeden Fall nicht der Zwinger, sondern Turbobrand. Ich weiß gerade tatsächlich nicht mehr, was Turbobrand macht, ehrlich gesagt. Ich hab's vergessen. Hyperball! So, drei Stück noch, danach gibt's wieder einen Schnitt. Und wie es aussieht, werden wir den Schnitt sogar erleben, weil Terrakion. Hyperball, sagte ich. Verdammt nochmal. Aha. Es ist vollständig paralysiert. Och Mann. Wenn es so weitergeht, dann werde ich vielleicht nur noch maximal eine Legende fangen können mit dem aktuellen Geld, was ich zur Verfügung stehen habe. Und es scheint tatsächlich so zu sein. Leute, ein kurzer Schnitt. Wir sehen uns, wenn Terrakion im Ball ist. Klasse, Mann. Terrakion wurde gefangen. Finally. Das hat auch ganz schön lange gedauert. Ich habe auch 10 Superbälle geworfen und zwei Hyperbälle, ein Hyperball. Ein paar Hyperbälle auf jeden Fall noch, glaube ich. Oder ein halt. Felsenhöhle. Ein in Legenden besungenes Pokémon. Mit seinen einzigartigen Kräften zerstört es zum Schutz der Pokémon ein Schloss. Das ist ja der absolute Knüller. Ah, und schön, dass du gefangen wurdest, Terrakion. Das ist wieder eine Legende weniger auf unserer Liste, die ich gerade mit Freuden streichen werde. So, was ich jetzt so mache, ich fliege mal ganz kurz in die Lüfte und schaue, ob diese Sichelinsel da ist. Das werde ich jetzt regelmäßig tun und hoffe, eines Tages sie eventuell zu sehen. Das wäre toll, oh mein Gott. Da sie unter Prachtpolis City erscheinen soll und ich hier gerade nichts sehe, scheint sie nicht da zu sein. Wunderwald, Wunderberg, ganz viele Wunder offensichtlich. Aber nicht Wunder genug für das, was wir suchen. Wunder Island, Wunderwald. Ich fliege trotzdem nochmal den ganzen Ort, aber vielleicht taucht sie auch woanders auf. Das kann man ja nie so genau wissen, nicht wahr? Scheint ja aber nicht so der Fall zu sein. Wunderwald. Nope. Und das da hinten ist auch nur eine Insel, die wir bereits kennen, oder? Beide? Ja. Kennen wir. Jedenfalls die hier, ne? Wunderberg. Also da war ich ja gerade. Wunderwald, genau. Na gut, dann immer noch keine Sichelinsel für uns. Schade, aber auch. Ich würde sagen, im nächsten Part fangen wir eins der nächsten Huftiere. Das heißt, am Team werde ich nichts verändern. Ich werde jetzt nur gleich mal aufs unser Team heilen. Und, wen fangen wir dann noch? Ja, ich glaube, ich weiß schon wen, aber das erfahrt ihr dann. Das war jetzt einmal Pokémon Alpha Saphir für heute. Ach ja, und ich muss Geld farmen. Bis dahin, Leute. Ciao.